Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen, aber umso feineren Magazins Fotomove. Ich darf euch ganz, ganz herzlich begrüßen und hoffe tatsächlich, jetzt höre ich mich schon selber quatschen, warum auch immer, darf euch herzlich begrüßen, sehe, der Chat ist schon wieder voll und ich habe die Warnung des Chats vernommen, dass am Anfang Werbung eingeblendet wird und ich schwöre, ich habe versucht, diese Werbung irgendwie abzuschalten, das geht aber leider nicht, deswegen hoffe ich, dass das diesmal so klappt. Und ja, wir haben, ihr habt es in der Vorschau oder auf dem Titelbild gesehen, heute einen ganz, ganz einen fantastischen Gast. Das passt in diesem Moment sehr. Ich möchte aber allen denen, die neu dazugekommen sind, das sind ja Gottlob immer mehr, möchte ich kurz erklären, wo sie hier heute gelandet sind. Das ist eben nicht diese kurze, knackige Dienstagssendung zu einem Thema, sondern das ist das, was Fotomove eigentlich auch von anderen Kanälen abhebt, nämlich die wöchentliche Live-Sendung mit Chat. Und die findet jeden Freitag um 20 Uhr auf diesem Kanal statt. Und ja, da reden wir immer über verschiedene Themen. Mir ist dabei ganz wichtig, dass es auch so einen Blick über den Tellerrand hinaus gibt, dass es eben nicht nur um Fotografie geht, sondern auch um andere Formen der Kunst, der Kultur, der Philosophie, sodass insbesondere die Fotografen, die ja auch zuschauen, naja, sind wir mal ehrlich, auch aus ihrer Blase so ein bisschen herauskommen. Für alle, die die Dienstagssendung gesehen haben, in der ich mich ja so ein bisschen mal aufgeregt habe und habe gesagt, naja, man kann ja nicht immer nur lobhudeln, wenn es um Technik geht. Ich mache hier eben keine Werbung. Schaut euch das mal an. Das war, glaube ich, für mich auch mal sehr nötig, das zu sagen. Denen sei gesagt, was mich sehr gefreut hat, der Kommentator, der Auslöser war, den ich da ja auch so kritisiert habe und eingeblendet und habe gesagt, da muss ich jetzt mal was zu sagen. Der hat sich eben, glaube ich, vor 2 Stunden gemeldet, beziehungsweise hat nochmal so einen kleinen Kommentar darunter geschrieben, indem er mit einem Smiley sagt, Mensch, dass daraus aus dem Kommentar eine ganze Sendung wird, das hätte ihn ja jetzt auch gewundert. Und das hat mich sehr gefreut. Also da macht YouTube dann richtig Spaß, wenn man eben miteinander in Austausch kommt. Also, heute ein besonderer Gast, ich werde ihn euch natürlich gleich auch zeigen, der Frank Weinreich und wir reden über, ja, Fantastik, wir reden aber auch über Kitsch in der Fotografie, ich glaube, ihr könnt gespannt sein. So, und dann wollen wir ihn mal dazu holen. Lieber Frank, sei mir ganz, ganz herzlich gegrüßt. Willkommen in der Sendung. Ja, guten Abend, Axel. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier bei dir sein darf, um mit dir über dieses ja, ganz schön kontroverse Thema, so mit dem Kitsch und der Fantastik, die auch kitschig ist oder nicht, zu sprechen. Ja, da bin ich tatsächlich, da freue ich mich sehr drüber. Was ich ganz vergessen habe, und du kannst ja mitgucken, ich weiß, dass du den Chat auch ein bisschen im Auge hast. Ich habe den Chat mir noch gar nicht angeschaut. Der ist ja schon voll mit Beiträgen. Wahrscheinlich erstmal alles guten Abend-Beiträge. Ich sehe den Andi, der natürlich immer da ist. Die Andrea, der ich mal wieder danke für ihren Werbeblog bei Instagram. Und der Carsten ist auch da, das freut mich auch sehr. Wattendampf, der war, glaube ich, jetzt ein, zwei Mal nicht da oder hat sich nicht gemeldet. Sehr schön. Endlich mal rechtzeitig, schreibt er. Aber das hier, wir sind ja hier im Start ins Wochenende. Insofern müssen wir uns hier ja nicht hetzen. Helmut, auch dir ein herzliches Willkommen. Matthias ist da. Jürgen Stüber, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Der Robin, der irgendwo später schreibt, eine Minute zu spät, kommt auf die Rechnung. Na, das warten wir aber mal ab. Alexander, dir auch schönen guten Abend. Der Wolfgang, Zimelka, ganz aus der Nähe, ist auch da. Der Klaus, auch ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Der Marc ist da, der Marc Brandenburg. Sehr
Schön, der Alexander Giersch hatte Schokolade. Ja, ich wollte mir Schokolade hier noch hinlegen. Ich habe aber jetzt nur sehr langweilige Bonbons. Naja, was will man machen? The Meyers Bitter ist auch wieder da. Und der Doc, das freut mich natürlich auch immer, dass du da bist, lieber Carsten. Und lieber Frank, das hatte ich eben vergessen, das musste ich jetzt mal eben machen, das gehört hier ein bisschen dazu. Dir bin ich ja nicht nur dankbar dafür, dass du heute gekommen bist, sondern dankbar auch dafür schon gewesen, dass du ja einer meiner Gäste der ersten Stunde warst. Ich weiß gar nicht im Chat, vielleicht könnt ihr das mal schreiben, wer die Folge gesehen hat. Da haben wir eigentlich dich schon auch sehr ausführlich vorgestellt. Wie hast du das denn in Erinnerung? Das war schon ein sehr schönes Gespräch und vor allen Dingen sehr entspannt, sehr cool irgendwie. Schönes Format, Axel. Ich wollte jetzt Und nicht ein nach sehr guter Komplimenten fischen. Gastgeber. Und was noch? Ein sehr guter Gastgeber. Ah, ja, aber jetzt kann ich dir, ich glaube, ich hatte Kekse. Da war auch noch so ein bisschen mein Motto: Kunst und Kekse. Ja, da Irgendwas. durften wir ja noch nebeneinander sitzen Ja. und nicht über Meilen getrennt. Ich vermisse dich ja auch. Das ist aber zumindest, ich sage immer, was wäre, wenn solche Geschichten wie heute vor 10, vor 15 Jahren stattgefunden hätten? Da wären wir alle noch viel einsamer. Da gab es ja noch nicht mal diese Möglichkeiten wie heute. Ja, abgesehen von den Keksen, wir haben uns kennengelernt. Das ist ja vielleicht ganz, sogar ganz passend zu erzählen auf einem Seminar. Ich glaube, wir waren beide Seminarleiter. Wir waren gemeinsam im Dartmoor. Was ich gemacht habe, könnt ihr euch vorstellen. Ich habe ein Fotoseminar gegeben in einer Woche und du hast in der anderen Woche, das war eine super Kombination. Eigentlich müsste man das nochmal Naja, machen. das war in der gleichen Woche. Das war ja nicht in Hann, das war ja in der gleichen Woche. Aber ich weiß nicht, ob ich da noch Seminarleiter war oder ob ich meine Warst Pause du? hatte. War ich? Ich war Warst du? Warst Seminarleiter. du? Ja, Ich. ja. Und da hat Zusammen er mit Roland. mit Roland zusammen, der ist immer zu faul, hier zuzuschauen, dem müssen wir mal auf den Hintern hauen. Aber ein gemeinsamer Freund von uns, der hat damals diese Seminare organisiert. Wir waren eben deswegen mit. Und der Frank hat abends dann immer ganz bezaubernd das Tolkien Herr der Ringe Hörspiel vorgestellt, kommentiert und wir haben das dann gemeinsam gehört. Das war eine wunderschöne Zeit, wenn ich mich daran erinnere. Ja, das war ein total schönes Seminar und damals stand ich noch am Anfang meiner, ja, Karriere als Fantastikexperte, war noch an der Uni und gerade dabei, mich als Lektor selbstständig zu machen. Und aus diesem Seminar und aus den 10 Vorträgen, die ich da gehalten habe, ist dann tatsächlich auch meine private Website www.polyeunos.de entstanden, die Genau. mittlerweile 50, 60, 70, weiß ich nicht, Aufsätze über Fantastik, Kurzgeschichten und Ähnliches enthält. Und ja, so irgendwo so der Anfang meiner Selbstständigkeit und meiner geringen Bekanntheit als Fantastik-Mensch war. Nun sei mal nicht so überbescheiden hier. Der Andi hat jetzt tatsächlich rausgesucht, der ist hier immer der Schnellste, dass wir am 10.02.2018, mein Gott, das war ein guter Monat erst nach Start, in Nummer 6 der Live-Ausgabe. Wir sind heute, ich weiß gar nicht, bei 146 oder irgendwas in der Größenordnung. In Nummer 6 warst du hier tatsächlich Gast. Dass das so lange her ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Und Achim, an der Stelle sei du auch ganz herzlich willkommen. Du hast gerade schon gesagt, Karriere startete. Ich glaube, das darf man sagen. Da habe ich auch in der ersten Sendung immer fast ein bisschen mit rumgewitzelt, weil ich das einfach immer so fantastisch finde. Du bist tatsächlich Doktor der Philosophie. Hast dich in deiner Doktorarbeit womit auseinandergesetzt? War da eine Art Verwandtschaft sozusagen? Also die Arbeit drehte sich um Ethik, angewandt auf konkrete Beispiele der Medizintechnologie und Biotechnologie. Und von daher erstmal was ganz anderes, aber die Fantastik ist ja eine Kunst- und Literaturform,
die sich ganz oft darum dreht, also zumindest was Bücher, Filme, Fernsehen angeht, die sich ganz oft darum dreht, wie man mit Konflikten umgeht. Und von daher ist die Fantastik ein, wie ich finde, eminent ethisches Genre, das sich um Moral, um Ethik darum dreht, wie man sich verhalten soll oder wie man sich nicht verhalten soll, als der große böse Sauron in Herr der Ringe oder andere Gestalten wie Königin Cersei in Game of Thrones und so weiter. Von daher ist da schon eine Verwandtschaft zwischen dem, was ich damals an der Uni als Wissenschaft betrieben habe und dem, was ich später dann als Lektor und ja, Privatgelehrter, nenne ich mich gerne, weil ich eben nicht mehr im universitären Rahmen tätig bin, was ich dann weitergeführt habe. Es geht mir darum, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie miteinander umgehen sollten. Und da ist die Fantastik schon ein schönes Genre, um das zu betrachten und darüber zu spekulieren. Ich habe in den letzten Wochen hier relativ viel über Software gesprochen, über Fotosoftware, und so kam ja auch die Idee, dich nochmal einzuladen, die Bilder, und ich würde es jetzt mal so nennen, und ich bitte auch den Chat, sich da vielleicht mal zu äußern, ob das das richtige Wort ist, die Bilder, die Fotos auf Knopfdruck verkitscht. So, da wird der Sonnenuntergang noch dramatischer, da wird die Felskluft noch knorriger, also da wird die Lichtstimmung noch dramatischer, also so ein Hang zum Kitsch. Und was ja schon auffällig ist in der Fantastik, Herr der Ringe ist ja so ein gutes Beispiel, ist natürlich, wenn man da die Bildsprache sich anschaut, jetzt in Verfilmungen, aber auch Buchcover oder wo es um das Bild geht, also nicht mehr die erzählte Geschichte, wobei auch da können wir drüber reden, die hat natürlich auch einen sehr tiefen Gehalt und eine gewisse Kitschigkeit eben an manchen Stellen. So, und da sah ich halt eine Parallele, und meine Frage für heute Abend ist eben, warum ist das so? Warum hat unsere Zeit heute so einen Hang, kitschig zu werden? Finden wir die Antwort vielleicht in der klassischen Fantastik? Ja, in der klassischen Fantastik nicht. Also ich würde auch, glaube ich, ganz gerne erst noch mal Einstieg beim Foto bleiben. Es ist ja so, dass Kitsch als Begriff schwer zu definieren ist. Ne? Wenn man allein mal auf Wikipedia guckt, da gibt es einen längeren Beitrag, aber der wirft lauter verschiedene Aspekte aus denen sich eigentlich ablesen lässt, dass es so richtig eindeutig klar nicht ist, was Kitsch ist, was Kitsch zu sein scheint, nach Ansicht vieler Künstler, Schriftsteller oder auch Philosophen, ist, dass es wohl keine Kunst ist. Wie würdest du das sehen als Fotograf? Also das ist ja, als Fotograf ist man ja schon Fotokünstler. Und wenn ich also fotografiere und meine Bilder dann einer AI, einer künstlichen Intelligenz übergebe und die macht irgendetwas daraus, wie du es gesagt hast, dramatischer, schicker oder sonst was, habe ich da schon die Kunst verlassen, weil ich das eben übergeben habe und ja, außer auf den Auslöser gedrückt, dann gar nichts mehr gemacht habe. Ja, das ist, wenn ich die Frage jetzt beantworte und die Antwort wäre richtig, könnte man die Sendung beenden. Ich habe da natürlich auch keine Antwort drauf. Ich möchte vielleicht mal beginnen mit der Frage oder noch kurz was sagen zum Kitsch. Das ist, glaube ich, du wirst in der deutschen Wikipedia nachgeschaut haben, das ist in Deutschland schon so, wie du sagst. Der klassische deutsche Kitsch ist der Gartenzwerg oder vielleicht auch der Gelsenkirchener Barock. Und
Beides ist ja ein Vorspiegeln falscher Tatsachen. So, der Gelsenkirchener Barock ist ja das Bemühen des Proletarios, dem ich ja sehr nahe stehe, das Bemühen des Proletarios, die Werte des Bürgerlichen preiswert und in Massenfertigung in seine Wohnung zu holen. Also es ist etwas Unechtes, so wie der Zwerg, der Gartenzwerg natürlich eh etwas Unechtes ist. Und damit, glaube ich, hast du recht, dass in der deutschen Sicht Kitsch ist genau keine Kunst, sehr häufig so aufgefasst wird oder auch im Allgemeinen so gesehen wird. Ich bin nicht ganz sicher, der englische Sprachraum hat das Wort Kitsch ja übernommen. Es gibt das Wort Kitsch ja auch im Englischen, aus dem Deutschen entlehnt. Wie so üblich in Kunstfragen, ist man aber im englischen Raum da nicht ganz so, ne, diese Unterscheidung in der Musik zwischen Unterhaltungsmusik und ernster Musik macht man ja auch nicht so sehr im englischen Raum. Und da ist Kitsch einfach nur eine Beschreibung dessen, ohne Wertung und ohne Abwertung auch. Und das finde ich schon auch einen interessanten Aspekt, weil man kann Kitsch, da gebe ich dir nämlich 100% recht, auf verschiedene Arten und Weisen auffassen. Und da gibt es keinen echten Lexikon-Eintrag, das ist es jetzt und alle anderen haben Unrecht. Deswegen finde ich den Begriff so spannend an dem Punkt. Und du hast ihn ja an den richtigen, an die richtige Stelle geführt. Ist das aus der Hand geben? So. Letzten Endes, wie im Gelsenkirchener Barock, ist das, man lässt sich eben nicht vom Schreiner ein tolles Möbel anfertigen, das irgendwie besonders aufwendige Verzierungen hat, sondern man kauft das per Katalog und stellt es sich irgendwie hin. Ist das außer Hand geben per se keine Kunst? Bevor ich was sage oder wir da weiter drüber reden, geht diese Frage natürlich auch nochmal ganz deutlich an den Chat, wie ihr das seht. Ich weiß ja, dass die meisten von euch das eher kritisch sehen, das sehe ich an den Kommentaren. Aber wir reden heute ja mal so ein bisschen an der Wurzel des Problems. Also ich finde, an der Spitze am Ende des Tages ist es dann keine Kunst, nein. Am Ende des Tages, wenn man so einen Filter nur benutzt, damit die Bilder irgendwie schön aussehen, da verlassen diese modernen AIs mittlerweile den Boden der Kunst komplett. Also das so zu verkaufen, ist dann für mich keine Kunst mehr. Wie siehst du es denn? Ja, ich denke auch nicht, dass das Kunst ist. Und ich glaube aber auch nicht, dass die Leute, die diese Programme einsetzen, also gerade der AI übergeben, das weiß nicht, ob die unbedingt Kunst machen wollen. Also ich fotografiere ja auch so ein bisschen und das heißt, ich gucke auch im Internet immer mal wieder nach Sachen und dann wird man ja sofort von Google und Facebook und allen anderen getrackt und dementsprechend kriege ich auch dauernd irgendwie bei Facebook oder anderen Gelegenheiten Werbung, gerade für diese Programme, für AI-Verbesserungen und so eingespielt und da wird ja eigentlich nicht damit geworben, dass das Kunst ist, sondern dass die Bilder schöner werden und dass man damit professionell, dass man dann mit einem Axel Scherer auf einmal gleichziehen kann, weil ich drücke einfach nur drauf, übergebe es der AI und dann ist das genauso gut, was der Scherer und seine Kollegen machen. Ich denke, das ist, glaube ich, viel mehr der Grund, warum die Leute sich in die Hände der künstlichen Intelligenz begeben. Und ja, das ist dann schon was Unechtes, wie du gesagt hast. Im Gegensatz zur Kunst als etwas Originellem, auch etwas Einzigartigem. Walter Benjamin hat das ja in Bezug auf die Fotografie als Aura bezeichnet, die Kunst sozusagen umgibt oder die Kunst ausstrahlt. Und dieses Unechte des Kitsches, hat diese Echtheit eben nicht. Und da haben wir natürlich jetzt eine Brücke zur Fantastik, weil die Fantastik beschäftigt sich angeblich auch mit Unechtem, also mit Irrealem. Fantastik ist ja das Genre, das sich darum dreht, dass von Unmöglichem erzählt wird. Von noch nicht Möglichem, wie in der Science Fiction, also überlichtschnelles Reisen, Zeitreisen und so. Oder zu völlig unmöglichen Sachen wie metaphysischen Spekulationen, Magie,
Dämonen und sonstigem. Also Ja. da haben wir auf jeden Fall dieses Gebiet des Unechten. Und da gibt es dann auch in der Fantastik eine Scheide zwischen Kitsch und einer Fantastik, die etwas aussagen möchte. Wobei ich den Kitsch, auch weil ich ihn gar nicht so genau definieren kann und weil ich glaube, dass Kitsch für jeden Menschen ein bisschen was anderes ist. Also ich will den Kitsch jetzt gar nicht so abwerten, aber man kann schon eine Fantastik, die etwas über die Welt aussagen will, die etwas in der Welt bewegen will. Ich denke, wir kennen wahrscheinlich alle schon aus dem Schulunterricht Orwells 1984 oder Huxleys Schöne neue Welt. Das ist natürlich Science Fiction, die etwas aussagen und etwas bewirken wollte. Und genauso gut gibt es auch kitschige Fantastik, die, naja, in Form von regenbogenpupsenden Einhörnern Wohlfühlgefühle oder so etwas hervorführen will. Oder eben auch so ein bisschen Weltflucht. Wobei auch Weltflucht hat durchaus ihre Berechtigung in gewissen Grenzen. Ja, da kommt, das würde ich nachher gerne nochmal vertiefen. Was die Weltflucht, da kommen wir dann, landen wir dann, glaube ich, auch an einem ganz wichtigen Punkt. Aber ich muss mal ein bisschen sortieren. Der Chat hat da relativ eifrig nämlich schon geschrieben. Der Helmut, dass irgendjemand, Helmut, dass irgendjemand ist, das Kunst oder kann, das wegschreibt. Du hast es getan. Zu dem Spruch sage ich jetzt nichts mehr. So. Der Jürgen Stüber schreibt, Kunst übergeben würde ich das nennen. Ich übergebe damit die Entscheidung einer vermeintlichen KI. Ja, Kunst übergeben, aber ist es dann noch Kunst? Weil Kunst, der Kunstbegriff ist total schwierig. Also wenn wir, glaube ich, mit dem heute anfangen, dann müssen wir uns hier noch eine Notration Essen hinstellen und können hier tagelang diskutieren, was Kunst ist. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen an dem klassischen Kunstbegriff Stadt und im fest. Und der hat was zutiefst Menschliches und kann daher gar nicht von der KI übernommen werden. Also da ist eben in dieser klassischen, in der klassischen Kunstauffassung des 19. Jahrhunderts, die wir ja alle auch so, durch die wir alle definitiv ein bisschen geprägt sind, ist es eben so das hehre, gute, große, das aus uns Menschen entsteht und das dann in der Kunst sichtbar wird. So, da kann man drüber streiten, das ist auch eine sehr konservative Auffassung. Aber ich muss für mich jetzt irgendwie mal so einen Fixpunkt setzen, sonst werde ich bei diesem komplizierten Thema auch irgendwann irre. Und da würde ich sagen, das funktioniert so oder so mit KI, kann das einfach auch gar nicht funktionieren, wenn man, wie du richtig schreibst, den kompletten Arbeitsprozess der KI überlässt. Robin schreibt, er fotografiert analog, meistens. Von daher lehnt er Photoshop und andere Baukästen der Fantasie und Kitschquellen ab. Robin, da finde ich deine Meinung persönlich zu hart. Also der Photoshop ist nur eine erweiterte Dunkelkammer. Und wenn du analog fotografierst, lehnst du ja auch die Dunkelkammer nicht ab. Sag ich jetzt mal so. Bin mal gespannt, wie du das siehst. Photoshop, Jürgen findet den okay. Sehe ich ähnlich. Deswegen habe ich es ja gerade so formuliert. Andrea beschäftigt sich selten mit Bildbearbeitung. Ja, das ist eben tatsächlich der Punkt. Wo hört eben die Laborarbeit auf? Ist, wenn man mehr macht, das automatisch eben schon eben keine Kunst mehr? Das würde ich nämlich vehement abstreiten, aber da komme ich gleich zu. Bunte Bonbons geht hier jetzt schon rum. Jetzt redet ihr übers Essen. Ja, dann darf ich vielleicht mal Ja, kurz. bitte. Und zwar ist mir Doc Deutschmann mit einer Frage aufgefallen. Da Da kam er frage nach. ich Ja, mich okay, jetzt sehe ich ihn nur, auch. Ja. wo ich die Grenze zwischen Fantastik und Fiktion sehen soll. Wenn ich da kurz drauf Aber eingehe, bitte, aber bitte. also Fiktionales ist sozusagen der Überbegriff, unter den auch die Fantastik fällt. Alle Geschichten, die erfunden sind, sind Fiktion. Aber es gibt eben realistische Fiktion, also das sind Geschichten, die so passiert sein könnten. Und es gibt nicht realistische Geschichten, und das ist die Fantastik, genau das, was ich da gerade gesagt habe, dass
noch nicht oder prinzipiell nicht Mögliches erzählt wird, wie zum Beispiel eine Pippi Langstrumpf, die ihr Pferd hochheben kann. Und das ist eine ganz tolle Form von Fantastik, aber ist eben Fantastik, obwohl natürlich ganz, 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 ganz viel Realität, gerade bei Pippi Langstrumpf, immer mit dabei ist. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel, weil ich glaube, bei Fantastik denken Tölpel wie ich natürlich direkt an Tolkien und Konsorten und nicht an Pippi Langstrumpf. Aber bei der Definition hast du natürlich recht, das passt. Das finde ich sehr, sehr eindrücklich, dieses Beispiel. Ja, und der James Bond, den Doc Deutschmann gerade anspricht, den würde man schon eher unter Realismus fassen, aber die Grenzen sind natürlich ein bisschen, ja, die sind nicht völlig trennscharf zu ziehen. Der klassische James Bond, der ist sogar noch recht realistisch, aber mir fällt gerade ein Streifen hier mit dem aktuellen James Bond ein, da fährt der einen Aston Martin, der sich unsichtbar machen kann. Das ist natürlich Science Fiction. Aber deshalb jetzt gleich zu sagen, wegen dieser einen Sache oder noch zwei, drei anderen Sachen, das als Science Fiction zu bezeichnen, ist schwierig. Aber völlig trennscharf kann man Realismus und Fantastik oft nicht fassen. Da darf ich zu der Frage den Doc aber auch dann selber zitieren, der am Anfang schrieb: Ach, die Schubladen. Genau, die kann man ja auch nicht immer oder sollte man ja auch nicht immer aufziehen. Nein, das finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Parallele, weil daran können wir nämlich jetzt auch, was die Bildbearbeitung angeht oder diese KI-Fragen, eigentlich ganz schön überprüfen oder diskutieren. Denn was wir da ins Bild hineinbasteln, ist ja letzten Endes etwas, das es in der Realität geben könnte. So, also es sei denn, man baut jetzt, okay, man baut ein Raumschiff ein, das jetzt oben daher fliegt. Aber die klassischen KIs, wie wir die jetzt verkauft bekommen, die machen ja nur die Realität noch schmackhafter. So, wie würdest du das denn dann einordnen, Frank? Ja, ich weiß gar nicht, ob die so schmackhafter machen. Mir ist schon mit dem seit einigen Jahren eingesetzten High Dynamic Range fallen mir immer mehr zu bunte Fotos auf und das sind ja, was weiß ich. Wenn die jetzt auch noch im Urlaub auf Kuba aufgenommen werden und das Meer und der Himmel noch mal blauer und die Palmen noch mal grüner werden, dann ist das ja A, eine Übertreibung und B, einfach doch der Wunsch, eben dieses Paradies, das man gerade erlebt, noch eindrucksvoller zu machen. Ob nun für sich oder für die Lieben und Freunde daheim, hat vielleicht auch was mit Angeberei ein bisschen zu tun, also. Ja, ich Aber glaube, das ist ja. keine realistische Abbildung mehr, ne? Ja, das sehe ich genauso. Ich habe mir mittlerweile zu Luminar AI auch die ersten Videos angeschaut. Ich habe lange überlegt, ob ich da jetzt das nochmal thematisiere in so einer Dienstagsfolge. Könnte ich jetzt einen kleinen Ausflug machen? Da sind wirklich Leute, die das präsentieren, als würden sie es einfach nur mal so zeigen. Und man sieht in ihrem Portfolio Fotos, die Luminar bzw. Skylum auf ihrer Webseite verwenden. Also wenn das mal kein Zufall ist. Aber es ist eine andere Frage. Aber ich will das jetzt auch gar nicht so sehr bewerten. Also würde mich jetzt gerne von dem anstecken lassen, was du sagst. Es ist Angeberei, es ist auch ein bisschen Angeberei, glaube ich, in Fotoforen. Guck mal, wie toll ich fotografieren kann, guck mal, wie toll ich Bilder bearbeiten kann, guck mal, was ich für ein schönes Foto gemacht habe. Aber das will ich jetzt einfach mal jedem gönnen. Also damit wird man nie Geld verdienen können. Das würde jetzt nie eine Konkurrenz für einen klassischen Fotografen werden. Und wenn man sich damit halt ein Lob abholt, mein Gott, das Leben ist stressig genug. Aber die Frage, die ja viel drängender ist: Warum kommen solche Fotos so gut an? Beziehungsweise warum sagen alle: Wow, sieht das toll aus? Und da ist ja dann jetzt vielleicht der Übergang zu dieser Weltflucht oder dieser Frage:
muss alles, was schön ist, noch schöner sein, damit wir es wirklich noch empfinden können? Oder fliehen wir halt in eine Welt, sei es jetzt Fiktion oder Fantastik, lassen wir mal dahingestellt sein, fliehen wir da vielleicht heute in schwierigen Zeiten gerne in eine Welt und so wie in der Romantik des 19. Jahrhunderts, dass man sich wünscht, die Menschheit wäre eigentlich anders, als sie ist. Was meinst du? Ja, also ich denke, das ist erstmal eine Flucht in eine oder eine Verschönerung der Welt, wie man sie vorfindet, um Dinge zu betonen. Was jetzt diese Fotografie angeht, solange es nicht ins Composing geht, wo dann eben wirklich Einhörner in den Wald gesetzt werden oder so, dann ist es eher eine Betonung von Idealen oder der Einbau von Sachen, die man sich an dieser Stelle auch noch gewünscht hätte, dass der Himmel halt noch besonders blau ist. Das sind sozusagen die Anfänge von ich entferne mich aus der Realität hin zu etwas, das ich schöner finde, auch weil mir die Realität gerade nicht reicht oder schlimmer halt, wenn es einem nicht so gut geht, weil man der Realität wirklich entkommen will, weil es einem einfach nicht gut geht. Und da ist natürlich etwas Irreales, was es so nicht gibt, zweischneidig, sagen wir mal. Ja. Also Weltflucht per se, der Eskapismus, das ist ja auch etwas, das immer wieder durch die Medien geistert und vor dem Medienexperten warnen. Also zum Beispiel Eltern werden davor gewarnt, dass ihre Kinder sich nicht in Computerspielwelten verlieren sollen, weil sie den Kontakt zur Realität und zu schulischen Leistungen und zur Lehrstelle und so weiter verlieren und dann nie wieder zurückfinden. Und irgendwann auch noch Drogen nehmen, weiß ich nicht. Also das ist dann so Weltflucht, Eskapismus ist extrem gesteigert, wie wir sie wahrscheinlich alle schon mal in den Medien als Warnung gesehen haben. Ja, kann es geben. Aber Tolkien, als der Autor, der den Herrn der Ringe geschrieben hat, war ja jemand, der sich auch darüber Gedanken gemacht hat und der hat diesen sehr einflussreichen Satz gesagt, dass Weltflucht durchaus zu vergleichen ist mit der Flucht eines Gefangenen, eines zu Unrecht ins Gefängnis geworfenen Menschen, der sich dieser Freiheitsstrafe eben durch die Flucht in eine andere Welt entzieht. Das ist jetzt sehr dramatisch ausgedrückt. Ich nehme das gerne auf und sage dann immer, ja, das sind Urlaube. Aber Urlaube sind völlig in Ordnung. Und wenn einer Urlaube in Gartenzwergen findet oder darin den röhrenden Hirsch zu malen oder erstmal nur an der Wand zu hängen, aber vielleicht auch zu malen, also so richtig kitschig zu werden, wie man das landläufig sagt, das ist alles völlig in Ordnung, solange man es nicht übertreibt mit der Weltflucht, weil Weltflucht kann nicht klappen. Wir sind nun mal in dieser Welt und wir dürfen ihr nicht völlig den Rücken kehren, sonst werden wir lebensunfähig. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Ich schaue noch mal eben in den Chat. Da tobt jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen die Diskussion, was man so gut findet und nicht gut findet. Ich möchte deswegen aus Sicht des Fotografen noch mal ergänzen zu dem, was du gerade sagtest. Vergesst bitte nicht, dass es sich nur um Werkzeuge handelt. Die Werkzeuge selber können immer unterschiedlich genutzt werden. Selbst, und jetzt gehe ich mal ins Extrem, selbst diese neuen künstlichen Intelligenzen auf Knopfdruck können, wenn man sie bewusst einsetzt, durchaus zu Kunst und kreativen Prozessen genutzt werden, solange ich nicht gezwungen werde. Also das klassische Gegenbeispiel wäre der einfache Filter auf Instagram, den ich darüber bügel, dass es irgendwie modisch ausschaut,
Und auch da würde ich nie behaupten, dass ich das nie getan habe. Also wenn es mal schnell gehen muss, bügel ich auch mal irgendwie einen Filter drüber und sage, jo, geiler als vorher. Da bin ich ja auch ganz ehrlich. Aber dann lasse ich mich auch nicht überall loben für die tolle Bearbeitung oder denke oder verkaufe das als künstlerisches Geheimrezept oder sowas. Das gibt es. Aber ansonsten, so wie wir die im Moment dargestellt bekommen, sind Hilfsfunktionen. Ich war schon fasziniert zum Beispiel, jetzt auch in dieser Beta-Version. Ich weiß gar nicht, ob du die Software kennst, Frank, von Luminar, die halt sehr stark mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Die kann zum Nein. Beispiel Nebel einrechnen in eine Landschaft und macht das nicht irgendwie, sondern wertet die Entfernungsdaten der Kamera aus. Und man kann sagen, der Nebel ist jetzt vor dem Berg oder hinter dem Berg oder in dem Tal oder flacher Nebel. Und das ist ja eine Art der Gestaltung. Da wären wir bei einem anderen Punkt. Ist Einfachheit im Handwerk zeitgleich ein Ausschlusskriterium? Ist gute Kunst nur die Kunst, die unglaubliches handwerkliches Geschick und Arbeit verlangt? Was meinst du, Frank? Ja, das ist jetzt so auf die Fotografie bezogen eine Frage, die ich nicht so gut beantworten kann wie du. Aber ich kenne halt die Stempel, die du zum Beispiel in Photoshop einsetzen kannst. Da gibt es so Rauch, den man dann so einfach reinsetzen kann, den es ja in dem Foto jetzt in dem aktuell geschossenen Foto und auch nicht gibt, was weiß ich, wenn ich da ein Lagerfeuer habe und ich will, dass da Rauch aufsteigt, das ja klar, was in der Dunkelheit, man sieht sowieso nicht, aber da könnte ich jetzt da irgendwie den Rauch reinsetzen, da weiß ich nicht, ob da, ich will das halt, ich will, dass auf diesem Foto jetzt Rauch aufsteigt und dann ist das gut, dann ist das meine Entscheidung und die kann der Betrachter jetzt gut finden oder schlecht finden, aber ich wollte das so. Und ich habe da jetzt also irgendwelche Stempel reingesetzt. Da weiß ich nicht, ob das nicht doch das Gleiche ist, als wenn ich mir das von der KI ausrechnen lasse. Und ich nehme mal an, dass der dann realistischer aussehen würde, wenn Luminar das macht, als wenn ich da einfach fünfmal reinstempel in das Lagerfeuer, ne? Aber die Idee, ich habe ja die Idee gehabt, ich will da diesen Rauch aufsteigen sehen, den man nachts Lagerfeuer unter den Bäumen eigentlich gar nicht sehen kann. Also es sei denn, man tut jetzt feuchtes Holz drauf oder so, aber normalerweise brennt das ja einfach. Und man hat, aber ich will jetzt, weil ich meine, dass das irgendwie zur Stimmung passt, ich will da Rauch aufsteigen lassen, dann war das meine künstlerische Entscheidung, um mal provokativ zu werden, meine künstlerische Entscheidung, das zu machen. Ja, und dann ist das nicht egal, ob ich mir da bei einer KI unter den Arm greifen lasse. Ja, würde ich tatsächlich, das klingt hart, was du sagst, aber das würde ich unterschreiben. Und das muss ich sogar unterschreiben, weil mit der Erfindung der Fotografie war das natürlich die größte Kritik, dass jeder Landschaftsmaler und jeder Porträtmaler versucht hat, mit dieser Argumentation, dass es eben keine Kunst wäre, die Fotografie zu bekämpfen. Das ist ja jetzt alles ganz einfach geworden. Ich saß da immer, habe stundenlang gemalt, habe jahrelang geübt. Das Bild muss dann noch 3 Monate trocknen und jetzt drücke ich da auf so ein Knöpfchen, schmeiß irgendwas in Flüssigkeit und dann habe ich da ein tolles Porträt. Das kann ja keine Kunst sein. Und von dem Schlag hat sich die Fotografie ja bis in die 20er Jahre eigentlich nicht erholt. So, es war gut für die Malerei und die Kunst, weil die konnte sich danach befreien. So, die hat eben plötzlich das Abstrakte entdeckt und hat eben ihre eigene Auffassung entdeckt und sich gelöst von Landschaften und Porträts und inhaltlichen kirchlichen Motiven, was auch immer vorher gemalt wurde. Aber die Fotografie hatte es eben genau mit diesem Argument, das ist ja alles eigentlich nur ein Scheiß, was ihr da macht, eben auch sehr, sehr schwer. Und wenn man als Fotograf jetzt intern argumentiert und sagt, naja, jetzt geht auch die Bearbeitung, um das Bild irgendwie nochmal zu verändern, ist ja jetzt zu einfach, als dass es Kunst sein kann. Dann bedient man sich dieses mit Verlaub staubigen Arguments, das 150 Jahre alt ist und das deswegen eben nicht richtiger wird.
Wenn Fotografie nur noch reproduziert, also wenn sich Mode durchsetzt, dann ist es natürlich eine andere Frage. Also wenn jetzt alle anfangen, Lagerfeuerbilder zu machen, und das findet mit so einer Software natürlich statt. Da gab es jetzt, da konnte man immer so einen Heißluftballon in den Himmel einbauen und plötzlich flog der gleiche Heißluftballon auf Tausenden von Bildern irgendwie rum. Da ist das selbstverständlich keine Kunst mehr. So, aber wenn ich mir Arbeit vereinfache, wenn ich Rauch haben will, wenn ich Dinge freistellen will, maskieren will, wenn ich austauschen will, sehr, sehr kreativ mit diesem Werkzeug umgehen will, dann ist es halt jetzt schlicht nur einfacher geworden. Also da muss ich sogar dann die KIs verteidigen. Das ist dann eben der technische Fortschritt und es ist an uns, die KIs wieder kreativ zu nutzen. Und vielleicht an ihre Grenzen zu bringen oder sie so zu kombinieren, dass Dinge entstehen, die wir eben noch nie gesehen haben. Oder. Aber genau das tun natürlich viele nicht, womit wir dann den Bogen vielleicht wieder zurück haben. Viele sind im Moment, ist mein Eindruck, auf diesem Trip, und das ist ja der, den ich mit diesem Kanal, ja, ich will es mal so sagen, fast schon bekämpfe, auf diesem Trip, es gibt das optimal schöne Foto. Und das ist modisch und das muss irgendwie aussehen und das kriege ich jetzt mit diesen KIs hin und dann mache ich gute Fotografie. Und da muss ich einfach den Leuten sagen, nein, sorry, das macht ihr dann nicht. Das ist also, das geht so in Richtung Mainstream und glatt gebügelt und einem vermeintlichen oder tatsächlichen Geschmack nacheifern. Also jedenfalls, nicht besonders eigenständig. Ich habe mich natürlich vorbereitet hier auf heute Abend und deshalb liegt rein zufällig Schillers über die ästhetische Erziehung des Menschen hier. Und Schiller hat damals schon vor weit über 200 Jahren etwas dazu gesagt, über das Verhältnis von Mainstream und glatt gebügelt und dem, was Kunst erreichen will. Er sagt hier, was unseren Sinnen in der unmittelbaren Empfindung schmeichelt, das öffnet unser weiches und bewegliches Gemüt jedem Eindruck, aber macht uns auch in demselben Grad zur Anstrengung weniger tüchtig. Was unsere Denkkräfte anspannt und zu abgezogenen Begriffen einladet, das stärkt unseren Geist zu jeder Art des Widerstandes. Und das ist das, was er von Kunst verlangt. Also Ich danke dir. Widerstand, Schiller aber vor hatte ich allen auch noch Dingen nie in Hände der Sendung. Du fokussieren. bist der, du machst deinem Doktor alle Ehre. Das muss ich mal kurz dazwischen werfen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, aber das ist eben, das ist, was er von Kunst verlangt. Und so denke ich, ist das irgendwo auch sozusagen der gemeinsame Standpunkt in der Diskussion über Kunst, dass sie eben etwas bewirken soll, bewirken soll oder will, sonst ist sie keine richtige Kunst. Ne? Und dieses nur Mainstream-artig irgendeinen Zuckerguss über etwas drüber gießen, sei es über eine Fotografie oder über eine romantische Liebesgeschichte, das ist, ja, da kommen wir dann eben in den Bereich des Kitsches und hören das Denken zugunsten des Zurückziehens in eine Wohlfühlecke auf. Und diese Gefahr siehst du da vielleicht auch bei, wenn die Fotografie in diese Entwicklung, sich in diese Richtung entwickelt. Ich fürchte, die Fotografie ist da schon, ich sag's mal auf Deutsch, sitzt da schon ganz tief in der Scheiße. In der Zuckergussscheiße natürlich, in der Regenbogenscheiße. Das hat sie aber in gewissen Teilen schon immer getan, aber durch die, das ist der Zwiespalt. Ich bleibe bei allem, was ich eben gesagt habe. Und das ist natürlich an der Grenze diskutiert. Das muss ich dem Chat auch nochmal sagen. Natürlich ist das hart diskutiert, geht jetzt um die Extreme. Und da sage ich halt, selbst eine künstliche Intelligenz bleibt ein Werkzeug.
So, ich verstehe aber auch Kommentare, wie ich sie jetzt hier lese, wer hat's geschrieben? Der Klaus, glaube ich. Nee, der Robin hat es geschrieben. Wenn die Hand nicht Gedanken umsetzen kann, die ich hatte, dann kann ich der künstlichen Intelligenz sagen, mach du das mal, wird schon irgendwie besser. Also das ist natürlich das Problem. Also, dass die Verlockung groß ist, es sich einfach zu machen. Selbst für die, die jetzt glauben, sie wollen wirklich Kunst schaffen. Es ist halt easy geworden, Dinge zu machen. Und Einfachheit, also einfach sollte es sich ein Künstler nicht machen. Aber er muss auch nicht jede Fähigkeit haben. Vielleicht ist das die Grenzlinie. Und ich habe eben den Eindruck, die Menschen machen sich es einfach, gießen, wie du gesagt hast, die Zuckersoße über das, was sie für Kunst halten, und glauben, jetzt ist das Bild schön, richtig, gute Fotografie, wie auch immer es irgendwie benannt wird. Und das glaube ich tatsächlich absolut nicht. Das ist eben Mainstream, das wird sich wieder ändern. Das ist Mode, die da eine Rolle spielt. Das wird auch keinen Bestand haben. Also das sage ich voraus. Es wird nicht in 100 Jahren noch angeschaut und man sagt, wow, haben die aber tolle HDR-Bilder da gemacht. So, vielleicht noch der eine Künstler, der es erfunden hat. Der es als erster gemacht hat, der ist vielleicht noch der Erfinder der HDR-Fotos, ja, aber alles, was danach kommt, ist ja auch nur noch ein Kopieren dessen, was war. Und ich glaube, da hat die Fotografie im Moment, wenn ich mich umschaue, ein großes Problem, zumindest so in im Ist Multimedia-Bereich. Ja, bitte. das wirklich so? Weil dass die Fotografie ein Problem, das sehe ich als Laie gar nicht so, weil ich das so empfinde. Es hat jetzt jeder so einen 20-Megapixel-Boliden in der Hand und kann Fotos machen, für die man vor 10 Jahren noch eine 5.000-Euro-Kamera kaufen musste. Und das ist ja irgendwie so eine Art Demokratisierung. Und wenn ich das schon habe und es ist alles so einfach, dann macht auch jeder Fotos. Aber dieses nicht sehr hochqualitative Fotografieren aller beeinträchtigt das wirklich die Fotografie, ja, die von den Profis gemacht wird oder die wirklich etwas aussagt und die sich entwickelt. Das ist ja keine Entwicklung, nur weil Millionen Menschen so ein Ding in der Hand haben und draufdrücken. Dadurch entwickelt sich ja nichts in der Fotografie. Da wird geknipst. Aber ist nicht genau das schade? Die Demokratisierung der Fotografie finde ich super. Ich finde, viel zu viele meiner Kollegen saßen jahrelang auf dem hohen Ross, und haben ihre Geheimwissenschaft, als große Kunst verkauft, weil es konnte schlicht keiner machen, was sie gemacht haben. Und von daher waren sie quasi schon automatisch besser. So. Und mit Verlaub, auch an die Analogfotografen. Den Typus gibt es auch oder gab es insbesondere auch zu analogen Zeiten. Hier, ich bin der hier Geheimnisse im Labor macht und alles ist ganz, ganz kompliziert und Studiofotografie, das könnt ihr alles gar nicht. So, jetzt gibt es Studioausrüstung für 11,50 € in China. Jetzt gibt es für jeden das Handy. Jeder 12-Jährige kriegt heute schon ein Handy mit Kamera. Demokratisierung finde ich da einen schönen Begriff. So, aber Demokratie ohne Bildung funktioniert halt auch nur schwierig. So, und das ist mein Bildungsauftrag hier. So, deswegen ereifere ich mich an dem Thema auch sehr gerne, weil ich den Eindruck habe, jetzt sind plötzlich die technischen Instrumente sind ganz weit davon galoppiert, sind sehr erschwinglich geworden. So, jeder kann das plötzlich. Aber ich sehe halt nicht, dass wirklich was draus gemacht wird. So, weil ich mache es eben, und deswegen nochmal zurück, ich mache es eben nicht daran fest, ob man mit dem Handy jetzt was kann, schneller, besser, einfacher oder so. Interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Mich interessiert nicht, ob man heute super Kunst schnell machen kann oder langsam oder anders oder wie auch immer. Man muss sie nur machen. Und ich sehe immer weniger Leute, die bereit sind, diesen Pfad zu verlassen. Denn schau dir Instagram an oder solche Plattformen.
Da schwappt es langsam sogar über, nicht nur auf die Art der Fotografie, sondern, und das haben wir ein großes Problem, auch auf die Art der Selbstdarstellung. Es wird ein Bild vom Menschen erzeugt, der schon ja auf eine verrückte Art fast so golemartig ist. Also der hat so bestimmte Fähigkeiten und so muss der Mensch sein, so ein Roboter irgendwie. Und da leiden ja viele Jugendliche, mit denen ich auch arbeite, ständig drunter. Wenn ich von Jugendlichen, ich habe heute noch Porträts von 10 Schülern gemacht, die so im Alter von 13 bis 15 waren, die lassen sich alle nicht mehr gerne fotografieren und weil sie alle Angst haben, sie könnten nachher irgendwie dumm dastehen oder sehen ja nicht so aus wie die ganzen schönen KI-geformten Buddies auf Instagram. Und das finde ich eine fürchterliche Entwicklung. Ja, Gunnar, da, ja, da kommen wir nun wirklich in den Bereich der Fantastik. Also gerade was eben auch Schönheitsideale angeht, die dann so, ja, das ist, ich denke, ja, ich weiß nicht, ob da ist Fotografie aber, oder auch Film, ne, YouTube-Influencer und so, ja, nun aber auch wirklich Werkzeug. Sind Schönheitsideale, die nur verwirklicht wäre oder ja, die werden ja nicht verwirklicht. Das ist ja gar nicht so. Es ist ja nicht wirklich. Es werden Schönheitsideale phantasmiert, ne, mit technischen Hilfsmitteln, wobei man aber dem technischen Hilfsmittel Fotografie da, glaube ich, nicht unbedingt so den zentralen Vorwurf machen kann, sondern mehr der Vorstellung, was Schönheit ist oder beziehungsweise dass Schönheit auch in den Mainstream geht, dass es nur bestimmte anerkannte Formen von gerade körperlicher Schönheit gibt und dass alles, was da divergiert und sei es nur Sommersprossen in einem ansonsten schönen Gesicht wegretuschiert wird oder so. Aber das kann man jetzt nicht Photoshop zum Vorwurf machen, dass die Sommersprossen wegkommen, sondern das sind die Leute und deren Gründe, warum sie die Sommersprossen wegmachen. Ja, gut, auch wenn ich mir da jetzt scheinbar widerspreche, natürlich ist es durch den Photoshop so einfach geworden. Der Photoshop ist ja schon nicht mehr gut. Also da gibt es ja andere Software, die kann dir nicht nur die Sommersprossen auf Knopfdruck wegmachen. Da musst du gar nicht mehr pingelig stempeln, sondern die macht dein Gesicht schmaler, schöner, glattere Haut. Das geht alles ja heute auf Knopfdruck. Muss ich mal Du hast du ausprobieren. gar nicht nötig. Du bist so gut aussehend und so. Ich habe dir letztens gesagt, wie trainiert du aussiehst im Moment. Also hast dicke, muskulöse Arme. Also bitte hier. Ja, aber das ist tatsächlich die Verführung ist natürlich die Geschwindigkeit. Aber das ist was mit technischem Fortschritt wahrscheinlich immer kommt, wie die Maschinen auch. Ich komme heute irgendwie immer wieder auf 19. Jahrhundert. Aber Maschinen, die dir plötzlich die Arbeit erledigen können, Küchenmaschinen oder da ist natürlich genauso. Ja, ist das dann noch Kochen, wenn ich jetzt irgendwie nicht noch eine Stunde Feuer machen muss, sondern an einem Knopf drehe und die Platte wird warm? Ist das noch Kochen? Natürlich ist das noch Kochen. Kann man dann genauso gut mitkochen? Kann man auch, aber sind dann die Fertiggerichte, die auch erfunden werden, ist das dann noch Kochen? Kann man auch irgendwie essen. Bleibt kochen, ist aber trotzdem nicht so gut. So, das ist so, glaube ich, was, da muss man sich immer in der Gesellschaft mit auseinandersetzen. Der Helmut hat gerade was sehr Schönes geschrieben. Erstens sehe ich das genauso, aber zweitens trifft das genau auf den Punkt. Ich liebe Gesichter mit Sommersprossen. Ja, das ist genau das, was ich meine. Diese Differenz von Menschen oder auch von allem, die Unterschiedlichkeit, dass die erhalten werden sollte, während eine kitschige Verengung auf Ideale oder auch auf vermeintliches Wohlfühlen, das ist einfach ein Verlust an Informationen. Und ein Verlust an Informationen ist immer schlecht. Schön gesagt, ja. Wohlfühlen. Ich habe mich bei dem Thema, merke ich jetzt, rege ich mich richtig auf. Das ist so der Kern dessen, was ich hier vielleicht auch tun möchte.
Und genau was du sagst, ist natürlich extrem wichtig. Gerade die Divergenz, gerade die Unterschiedlichkeit der Menschen, der Schönheit auch in dem vermeintlich nicht so Schönen, das ist ja etwas, was zutiefst menschlich ist. Und da Kunst eben auch zutiefst menschlich ist, gibt es da eben auch eine Verbindung. Und die befürchte ich, wird sehr gekappt. Ich befürchte es allerdings nicht so. Ich las eben im Chat, dass einige fast traurig schrieben: Oh Gott, ich habe Angst um die Fotografie. Nee, da würde ich jetzt, ihr Lieben, ihr müsst, glaube ich, jetzt keine Angst um die Fotografie haben. Der geht's besser als Jahre zuvor. Auch in der Hinsicht. Es ist halt an uns, dass wir was draus machen. Das glaube ich. Aber um den Bogen zu kriegen, weil wir sind echt schon wieder lange auf Sendung, wie sieht es denn da in der Fantastik tatsächlich aus? Ich habe ja jetzt nur über die Oberflächlichkeit, also die Titelbilder zum Beispiel, gesprochen. Ist Fantastik oder sind da ähnliche Kriterien anzulegen oder gibt es da auch den schlechten Weltfluchtroman, der sich immer wiederholt, den der eine beim anderen abschreibt? Und wo zeichnet sich die wirklich gute Geschichte aus? Die wirklich gute Geschichte ist grundsätzlich ein sehr subjektives Urteil. Es gibt in der Fantastik auch das, ja, ich will es nicht so ganz negativ ausdrücken, aber das reine Unterhalten wollen, die Gebrauchsliteratur, den Gebrauchsfilm, das Gebrauchsfernsehen, wo immer, ja, die eigentlich immer gleiche Geschichte wiederholt wird. Also gerade in den fantastischen TV-Serien auf Netflix oder Amazon, die Jugendliche ansprechen oder jüngere Menschen mit ebenfalls jungen Protagonistinnen und Protagonisten, das ähnelt alles einander schon sehr. Wobei aber beruhigenderweise da in der Regel schon humanistische Ideale hochgehalten werden, wofür Diversität gekämpft wird, wofür Minderheiten eingetreten wird. Also das ist eigentlich alles schon ganz schön, aber schon so ein bisschen langweilig. Aber egal, wenn ich mich davon unterhalten fühle und ich persönlich suchte mich gerade durch 12, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, durch Raus damit.12 Staffeln Bones, die Knochenjägerin, Oh. wo also wirklich in 270 Sendungen immer sehr ähnliche Geschichten erzählt werden. Nein, ich suchte mich nicht durch, aber ich habe sie im Laufe dieses Jahres, glaube ich, durch. Und das ist auch für mich okay. Abends eine oder zwei Folgen gucken von eigentlich dem immer gleichen. Nein, ist okay. Also von daher will ich es nicht verurteilen, muss jeder selbst Wo wissen, ob er das machen will oder nicht. Aber die Fantastik hat eben auch alles andere. Sie hat diese riesige Bandbreite. Ich bezeichne sie gerne als das Genre der unbegrenzten Möglichkeiten, weil man auf jegliche Weise über alle Dinge erzählen kann und die aus den verschiedensten Perspektiven beleuchten, indem man eben mal etwas Irreales einwirft, indem man eben einen kleinen Hobbit das Schicksal der Welt übergibt und ihn gegen das absolut Böse antreten lässt. Da ist jetzt gar nicht so interessant, dass er das auch gewinnt, sondern die interessante Frage für mich ist, der macht das ja tatsächlich. Und Tolkien erzählt es so, dass man es auch glaubt. Es ist ihm nicht leicht gefallen, dem Frodo. Und er kämpft und er zweifelt. Und das ist eine gute Form der Fantastik, ein reales Problem. Wie gehe ich mit dem Bösen um oder wie gehe ich mit schlimmen Situationen um? Wie gehe ich damit um, wenn ich meine, ich schaffe etwas nicht? Das fantastisch zu überhöhen und zu behandeln, ob nun durch Scheitern oder Erfolg, ganz egal. Ich kann alles mit der Fantastik machen. Und die Fantastik macht auch alles. Wir haben zigtausend Veröffentlichungen jedes Jahr und wir haben zig Serien und Filme und so weiter. Und auch wenn vieles davon Mainstream ist, wir haben an den Rändern
so viel, dass jeder, der sich für Fantastik oder für irgendeinen Aspekt des menschlichen Lebens interessiert, da auch was findet. Ich habe noch schlimmer als du die neue Serie, also die neue Neuauflage der Serie Sabrina, die Hexe, jetzt geschaut. Das ist, und es war ganz bezaubernd. Ganz, ja, ganz bezaubernd. Überhaupt keine hohe Kunst, aber sehr bezaubernd, ja doch. Der Achim fragt noch, Unterschied zwischen Fantastik und Fantasy? Ist es nur... Die Fantastik ist das übergeordnete Genre, okay, wo eben die Fantasy drunter fällt, aber auch die Science-Fiction oder der übernatürliche Horror oder auch die Märchen und die Sagen, wenn man jetzt in die alten Geschichten reingeht. Ne, also auch Grimms Märchen sind, erzählen ja von unmöglichen Dingen. Also das ist das Wichtige bei der Fantastik, dass etwas erzählt wird, was zu dem Zeitpunkt, wo es erzählt wird, den Erzählenden und eigentlich auch dem Publikum bekannt ist, dass es nicht möglich ist. Also die Sagen, die man vor 2000 Jahren sich erzählt hat, als das alles noch möglich schien, dass es Götter gibt, die eingreifen und Herkules vor unmögliche Aufgaben stellen, das war keine Fantastik, weil man es da noch nicht wissen konnte. Aber wenn man jetzt seinen Kindern aus dem alten Sagenbuch vorliest, dann erzählt man denen Fantastik. Und die Fantasy ist eben ein Bereich und im Augenblick vielleicht der publikumswirksamste. Ich überfliege gerade noch mal den Chat, ob ich da irgendeine Frage oder sowas übersehen habe. Ich sehe, dass der Doc sich über das Martinshorn freut. Ich habe mich gerade weniger gefreut, weil ich dachte, das hört ja dann jeder. Sonst ist es ja, es ist direkt eine belebte Straße hier, aber das hört man sonst nicht so. Offensichtlich finden alle Sommersprossen gut. Wir sind uns da alle einig. Das ist ein gutes Thema gewesen, lieber Frank. Machen wir eine eigene Sendung zu. Kann man die auch reinstempeln? Ja, ne? Ja, bestimmt. Bestimmt. Ich glaube, ich stehe auf den Typus rothaariges Mädchen, seit Charlie Brown immer in ein kleines rothaariges Mädchen verliebt war. Da habe ich irgendwie so eine Vorstellung entwickelt. Sehr gut. Kann ich nachvollziehen. Ja, mein Lieber, Mann, wir sind aber, war ein wilder Ritt, würde ich jetzt sagen. Ich hoffe, man konnte davon was mitnehmen. Aber ich finde es auf jeden Fall so ein Thema, dass wir vielleicht auch in Abständen, wenn du Zeit und Lust hast, immer mal weiterführen. Gerne. Weil jetzt war ja gerade so Anlass, auch diese ganze und neue Software. Und mal wieder nebeneinander sitzen das, und Weingummi kaufen. Ja, bitte, bitte. Das wird aber auch bald wieder kommen. Das war übrigens alkoholfreies Bier, ne? Also nicht, dass mir da jemand was nachsagt. Ja, wer weiß, was du da vorher reingefüllt hast. Aber das besprechen wir ja nachher. So, jetzt UKW, Sommersprossen, Themenabend. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Du kannst gerne noch in der Leitung bleiben, dann können wir gleich noch zwei Sätze miteinander reden. Wie gesagt, du bist immer ein sehr beliebter Gast und wie ich den Chat so sehe, ich glaube, wir haben alle jetzt ziemlich heiß gemacht, da wurde viel diskutiert. Den schaue ich mir gleich auch noch mal in Ruhe an, du kannst ja auch gerne noch mal reinschauen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Vielen Dank, dass ich das durfte. Mach's gut. So, ihr Lieben, ich habe mich heute zumindest bemüht, den Chat auch im Auge zu halten, aber ihr habt gemerkt, sich mit jemandem wie Frank zu unterhalten, ist jetzt schon wie eine Denksportaufgabe. Der, was der sagt, das hat Hand und Fuß und da muss man sich definitiv auch ein bisschen darauf konzentrieren. Ihr kennt das ja von mir. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem nicht vernachlässigt gefühlt. Mir wird das auf jeden Fall jetzt im Nachhinein noch eine Menge zu denken geben und vielleicht auch Stoff für die ein oder andere Dienstagssendung, denn auch da habe ich ja gesagt, soll es eben nicht nur um Technik geben. Die Technik ist ja immer das ein bisschen das Lockmittel. Ja, ich habe es ja immer zugegeben. Aber da soll es ja auch weiterhin eben um meinen Bildungsauftrag gehen und meinen Generalauftrag. Ich nenne das seit heute Abend mal: Wir retten die Fotografie. So. Und ich glaube, das kriegen wir zusammen hin. Wir sind hier da ja zumindest schon eine stetig wachsende Insel.
Ja, ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Hinterlasst doch bitte Likes und Kommentare. Da freue ich mich ja auch immer sehr drüber und das hilft auch wirklich. Schaut euch die nächste Dienstagsfolge natürlich auch an. Worum es geht, weiß ich jetzt noch nicht. Ich mache nach wie vor immer 2 Stunden vorher, denke ich mir das aus. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Nutzt die Tools, die ihr habt und macht Kunst. Ich werde mich auch bemühen und wir sehen uns nächste Woche. Haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Tschüss.